Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Mordor Schatten. Wir machen weiter mit der Hauptmission. Ich bin schon hingelaufen. Wir starten herein. Viel Spaß. Das dunkle Monument. Zerstöre das Gorfor und locke die schwarzen Hauptmänner hervor. Annehmen. Was passiert da? Seine Frau? Du hast gesehen, wozu diese Monster fähig sind. Es wäre Wahnsinn, hier zu bleiben. Ja, aber die Umstände haben sich geändert. Verstehst du? Er ist nun auf unserer Seite. Warum sollte er uns helfen? Vor kurzem war er noch unser Feind. Talion, bist du bereit für den Kampf? Ich werde den anderen das Verbandszeug bringen. In dieser Folge kommt es also endlich zur Schlacht. Moment zu Ehren Saurons. Wir haben genug Schießpulver, um es zu zerstören. Gut. Ich nehme es und ich bring's zu Ende. Nicht ohne meine Unterstützung. Ich dachte, du wolltest bloß noch deine Frau retten. Dachte ich auch. Na los, gehen wir, bevor ich meine Meinung ändere. So sei es. Hab Nachsicht mit Erin. Sie sorgt sich um das Schicksal unseres Volkes. Die Sklaven, die wir gerettet haben, sagten mir, wo das Monument des dunklen Herrschers am verwundbarsten ist. Dort werden wir angreifen. Und was ist, wenn's Verräter sind? Wir müssen den Uruks einen ihrer Grogkarren stehlen. Das würde unserem Schießpulver die nötige Würze verleihen. Sollte machbar sein. Lass uns gehen. Oh, Krauks. Krauks Gule. Kannst du auch kämpfen? Gut, er hat's auch geschafft. Weiter? Weiter in die Richtung. Die Ghule haben sich gegen die Uruks gewandt. Die Natur kann nicht gezähmt werden. Ist doch gut. Der Karren ist dort vorne. Sei bereit. Wo es Grog gibt, warten auch Uruks. Ja, das wird kein Problem sein. Wird kein Uruk mehr am Leben sein. Das verspreche ich. Ist hier noch ein Schützen? Nö. Hey, wie hat er das überlebt? Da. Die stehen zu nah am Feuer. Und man sagt ja, man soll nicht zu nah ans Feuer gehen. Die Wache hat überlebt. Sechs von neun. Der Funke unserer Rebellion. Er steht mittendrin. Wo sind die anderen? Erstmal auskundschaften. Da vorne ist eine. Ein Berserker. Über wen beklagen wir uns hier alle? Ratback? Redback? Er ist euer Häuptling, also sagt mal nichts gegen ihn. Das wird nämlich mit Leben bezahlt und ich bin sein Vollstrecker. Mann, hier, Gon. Du solltest in den Kampf reingehen. Ich hab doch gesagt, ich erledige das. Mann, hier, Gon, wird nicht mal mit so einem fertig. Was bist du für ein Schwächling? Kein Wunder, dass er dich töten wollte. Erdenbrot gesammelt. Plus 20. Ja, jetzt haben wir ihn. Was jetzt? Der Weg ist frei, Männer. Gute Arbeit, Talion. Oh, seine Männer kommen. Müssen wir sicher gehen, dass meine Männer den Karren unversehrt zum Monument transportieren. Tja. Sieh nur, wie schnell das Böse um sich greift. Dieser Verfall. Gondor darf den Schatten nicht anheimfallen. Und was müssen wir machen? Lass uns gehen. Ich folge dir.
jemand außer Reichweite? Es verbirgt sich etwas in den Schatten. Und was? Ghule. Sie werden uns das Fleisch von den Knochen reißen. Ja, bei dir könnte ich mir das vorstellen. Aber bei mir auch nicht. Mann, ich rette dich. Boah, die schafft es sogar zu erledigen. Was für ein Wunder. Zeig mir einfach den Weg. Das Lager der Uruks liegt vor uns. Töte sie und meine Männer folgen. Ich werde in der Nähe bleiben, falls du Hilfe brauchst. Natürlich, ich muss die Drecksarbeit erledigen. Wir werden uns erstmal im Hinterhalt lieber erstmal im Hinterhalt bleiben und dem Karagor die Arbeit erledigen lassen. Und jetzt da hochgehen und den Bogenschützen holen, wenn alle abgelenkt sind. Hallo, hochklettern! Oder ich zerre ihn erstmal auf, ich brauche neue Elbengeschosse. Könnten vielleicht später noch nützlich sein. Oh Gott, Ghule können ja auch hoch. Oh, der Bogenschütze flieht. Du entkommst nicht. Ah, der verlässt das Gebiet. Dann kommst du wohl doch. Ich gehe mal da hoch und kontrolliere den Karagor, bevor er mich auch angreift. Karagor, du bist mein. Absteigen. Und jetzt zerre ich ihn auf. Und er ist tot. Wir können hier Gond weiter folgen. Wir sind ein effektives Team. Da bist du, Hiergon. Wir beide, Seite an Seite. Wer hätte das gedacht? Ich hätte dich lieber am Spieß gehabt. Waldläufer, bleib hier. Und was machen? Ach so, du meinst nicht gegen sie kämpfen. Schwärmen durch. Bei all der Aufregung können meine Männer den Karren ungesehen unter die Brücke schieben. Das ist gut. Oder etwa nicht? Sind deine Männer schon da? Nein, sind sie nicht. Still, ihr Bestien. Ihr werdet bald Uruks als Lohn erhalten. Oh. Halt! Ich habe etwas gesehen. Mist. Gut, jetzt weiter, Hiergon. Bevor sie uns nochmal sehen. Ich will nicht meine ganzen Pfeile für dich verbrauchen. Die Toten sammeln sich zu unseren Füßen. Sie greifen uns an! Kein Problem. Ich erledige das. Und wo war das Problem hieran? Komm, noch schnell die erledigen. Boah, sind es viele. Drecksviecher, sterbt. Boah, Hiergon hat schon ein bisschen Schaden genommen. Hoffentlich wird es uns später noch zum Verhängnis. Meine Männer beschützen den Karren. Lass uns den Kamm sichern, damit sie passieren können.
M-Geschosse mitnehmen. Sei bereit, Talion. Der nächste Vorposten wird der größte sein. Das macht doch Spaß. Es ist zu still. Irgendetwas ist hier faul. Ein Hinterhalt? Wissen Sie, was wir erreichen wollen? Mann, ihr dreckigen Ghule. Zum Glück können die das neue. Oh, hier ist noch ein Karagor. Hier hoch. Sonst tötet der Karagor noch hier Gon. Oh Mann, ich kann den Karagor nicht kontrollieren. Dann eben auch die altmodische Art. Gut, er ist K.O. Komm weiter hier, Gon. Du schaffst ja gar nichts. Karagor, ein Feind ersetzt den nächsten. Das Saurons Statue soll mit dir zerstören. Erhebt sich das Monument. Ein Tribut der Dunkelheit erbaut mit dem Blut meines Volkes. Und meines auch. Bald wird es vernichtet sein. Sieh dich um. Bald wird das Monument fallen. Die Wache war im Weg. Alles hängt daran, dass wir die Uruks in diesem Vorposten vernichten. Nur dann kommen meine Männer nah genug an das Monument heran. 17 Wachen. Das sollte machbar sein. In ihrer Zahl. Nun, da ihre Häuptlinge durch meine Hand gestorben sind. Komm schon. Es ist die stärkste Festung in ganz Utos. Ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr. Jetzt werden es nur noch 14. Hoch mit mir. Oh, ein Berserker. Mit denen ist normalerweise nicht zu spaßen. Aber wenn ich hier oben bin, kann ich ihn ruhig mit einem Sprung erleben. Man darf nie zu viel von der KI erwarten. Hat niemand gemerkt. Ich kann also meinen Streifzug fortsetzen. Und wo gehen die hin? Oh, sie kämpfen gegeneinander. Die Wache muss ich ausschalten und jetzt geht's ab ins Getümmel. Nein, der ist unnötig gewesen auszuschalten. Der Berserker ist mir ein Dorn im Auge, der muss ausgeschalten werden. Das ist jetzt mein Plan. Und das war der Berserker. Ich hab ihn erledigt. Der geht nicht auf seine Kappe. Noch eine Wache ist übrig. Wo ist die? Sie hier oben. Weil da alle in Schlange ranstehen. Alle stehen in Schlangen an, aber niemand will's machen. Das war's. Da kommt noch was. Uruks sind nur eine lästige Pest. Sie sind auszulöschen hier dran. Wir schaffen das. Ja, Uruks sind nur Ungeziefer. Nichts, wo man Angst vor haben sollte. Seht ihr doch, wie ich mit ihnen umgehe.
Schützen. Oh oh. Ich habe keine Pfeile, Mist. Sterbliches Leid kann uns nichts anhaben. Unsere Qual sitzt viel tiefer. Wo ist der andere? Schiebe, jetzt muss ich ihn schieben. Alle sind tot oder was? Ist ja toll. Am Ende muss man doch alles machen. Noch 100 Fuß, Talia, und das schaffen wir. Keiner greift uns an. Die Schützen eliminieren. Wo ist der andere da? Und der letzte. Ja, das schaffen wir. 70 Fuß noch. Ja, nur noch ein Stückchen Talion. Wir haben es geschafft. Bye-bye-Monument. Sauns Kopf hoch. Saun, hast schon eine Aussicht, was dir bald mal passiert. Am Ende des Ringkriegs. Unsere Mission wäre erledigt. Hast du ihnen das versprochen? Sie brauchen Hoffnung. Ich gab ihnen nur, was sie wollten. Gib deinen Männern einen Anführer. Jetzt sind sie auf der Abschussliste von Sauron. Das war eine nette Mission. Das dunkle Monument Erfolg, 600 Erfahrungen und 150 Mirian. Es scheint, als wäre ich im Tode für diese Ausgestoßenen kein solches Monster wie im Leben. Die Schwarze Hand und seine Hauptmänner sind die wahren Monster. Sie werden zurückkehren und diese Menschen vernichten. Ja, das glaube ich auch. Wir heilen uns kurz noch auf und schalten noch einen Eintrag zu Quinoael. Schalten noch einen frei. Der, wo es lesen will, pausiert. Und das war's für diese Episode. Ich hoffe, sie hat euch mal wieder gefallen. Lasst doch eine positive Bewertung oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, euer Alistair. Ciao.